wirst du uns den Crash machen. Egal ob 24, 25 oder 26, von daher sagen wir oh, Mr. Billy. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Das ist keine Finanzberatung, nur meine persönliche Meinung. Nein, ich bin kein Anlageberater. Man muss sagen, der Markt im Moment sieht eigentlich recht, wie ihr sehen könnt, besser aus als gestern natürlich. Man muss aber auch sagen, heute Morgen sah er verdammt geil aus, aber irgendjemand möchte nicht, dass der Markt steigt. Wieso, weshalb, warum, kommen wir auch noch dazu, wieso der Markt heute Morgen gestiegen ist. Es ist halt die Kryptowelt, die hat ein positives Signal gekriegt, aber es hat leider nicht gereicht. Und ihr seht, es geht wieder abwärts. Nichtsdestotrotz, bleiben wir weiter entspannt, ne? Wir haben im Moment noch kein Geld verloren, wir verlieren auch kein Geld, weil wir noch nicht im Bullenmarkt sind und den Bullenmarkt noch nicht verkaufen. Von daher warten wir die Korrektur ab, aber ihr seht, die Korrektur ist schon humaner, sage ich mal, als vor ein paar Tagen noch. Von daher, gut, da gab es auch ein geopolitisches Problem, was im Moment ja zur Ruhe gekommen ist, Gott sei Dank, und warten wir einfach erstmal ab. Ne? Wir haben ja noch das Bitcoin-Halving vor uns und wir hatten ja hier gerade eine Diskussion auch, falls jemand sich jetzt wundert. Also bei mir ist das Bitcoin-Halving immer noch am 20. April. Es gibt auch Seiten, die zeigen euch den 18. Also wir können sagen zwischen 18. und 20. Aber ich gehe ganz stark vom 20. aus. Weil wenn ich mich nicht täusche, habe ich beim letzten Bullen, vorm Bullenmarkt das auch gehabt, diese Seite schon. Und die hat es genau exakt angezeigt. Ob es diesmal auch so ist, kann ich euch natürlich nicht sagen. Aber ich warte einfach ab. Und ich denke schon, dass wir am 20. dann unseren Bitcoin-Halving natürlich haben. Könnte natürlich auch wieder sich um ein, zwei Tage nach hinten verschieben oder nach vorne, wer weiß. Nehmen wir erstmal den 20. April. So, Bitcoin und Ethereum ETFs in Hongkong offiziell zugelassen. Das war der Grund, warum der Markt heute Morgen schön gepumpt hat und gar nicht mal so verkehrt. Aber wie gesagt, irgendwelche großen Akteure sagen immer noch, nö, nicht mit uns, das ist nicht drin im Moment. So, die Hong Kong Security and Futures Kommission hat mehrere Spot-Anträge für börsengehandelte Bitcoin- und Ethereum-Fonds ETF offiziell genehmigt. Damit sind das erste Mal in Asien Bitcoin-ETFs genehmigt worden. HashK, Borsera Capital und China Asset Management gehörten zu den Emittenten, die von der Aufsichtsbehörde abgenickt wurden. Der Preis von Ethereum ja um 5% gestiegen, Bitcoin um 3% gestiegen und wenn wir jetzt mal gucken, hat es leider nichts gebracht und Bitcoin zieht uns wieder runter. XRP war glaube ich auch bei 4% schon, aber was soll's, es ist einfach so und wir müssen einfach noch abwarten. So, Deutsche Staatsbank, LBBW, startet Kryptoverwahrungshandel. Noch nicht jetzt, aber in diesem Jahr. Die Landesbank Baden-Württemberg hat heute eine Partnerschaft mit dem Kryptounternehmen Bitpanda bekannt gegeben, um ihre Firmenkunden Kryptowährungsdienstleistungen anzubieten. Dazu gehören zunächst die Verwahrung und der Handel mit Bitcoin, Ethereum und andere digitale Vermögenswerten. Natürlich XRP wird sicherlich nicht dabei sein. Es ist geplant, in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 in einem Pilotprojekt zur Verwahrung zu beginnen. Warum erst im zweiten Hälfte des Jahres? Na klar, die MiCA-Vorschriften kommen ja erst im Juni und dann können sie das ja natürlich perfekt auch umsetzen. Im Rahmen des Deals wird Bitpanda die LBBW eine Investing as a Service Infrastruktur zur Verfügung stellen. Traurig, dass es Bison nicht macht, die mit der Stuttgarter Börse zusammenarbeitet und natürlich eine deutsche Börse ist. Aber gut, warum nicht, ne? Viele der großen deutschen Banken haben Pläne für die Verwahrung und den Handel mit Kryptowährungen angekündigt. Die Deutsche Bank ist eine Partnerschaft mit Taurus eingegangen. Die Commerzbank hat sich Ende letzten Jahres eine Kryptoverwahrlizenz von der BaFin gesichert. Die DZ Bank bereitet auch eine Kryptolösung für ihre 737 Mitglieder der Raiffeisenbank vor.
Wenn ich mich nicht irre, war das ja Metaco, ne? Also Ripple ist auch immer mit dabei. Aber nichtsdestotrotz, es ist schön zu sehen, da sieht man wieder natürlich, die Kryptowelt wird verschwinden an die ganzen Kritiker. Deswegen gehen ja jetzt die Banken auch damit rein. Und ich habe ja damals schon gesagt, vor Monaten schon, genau das ist für mich der Grund, warum der Bullenmarkt extrem explodieren wird. Nicht wegen den deutschen Banken jetzt, weil weltweit immer mehr Banken natürlich ihren Kunden Kryptowährung anbieten. Und dann kommt ein richtig Haufen Knete rein. So, von Chat Steingraber. Kennt wahrscheinlich der ein oder andere natürlich auch in der XRP-Community. Das Unified Interledger-Protokoll, der BIZ, sprich der Chef der Zentralbanken. Wie wäre es damit, meine Damen und Herren, ILP, XRP Ledger, Ripple? Und ganz ehrlich, es sieht genauso aus wie halt der XRP Ledger so gesehen. Ne? Programmierbarkeit, Smart Contract, Tokens, Coins, Accounts, unveränderter Hauptbuch. Also, ich weiß ja nicht, Leute, ne? Ich weiß ja einfach nicht, was ich dazu sagen soll. Digitale Wallets, Finanz-App, also natürlich ist es von der BIZ selber hergestellt, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Das haben sie selber erfunden, das hat nichts mit Ripple-Technologie zu tun. Wer jetzt wieder was Böses sagt, dass es Ripple dahinter steckt, es tut mir ja leid, ne? Bank XRP ist auch wieder geil. Aber wie gesagt, nichts mit Ripple, ne? Um Gottes Willen. Also wer sowas wieder erzählen würde, der sollte sich lieber auf die Zunge beißen. Nur ich brauche meine Zunge jetzt noch. Ripple CTO beendet Spekulationen über den Wert von Kryptobeständen. Es geht diesmal um David natürlich. Ach, der ist so göttlich, der Mann. Und es geht natürlich darum, wie viel oder ob David schon Milliardär ist. Ne? Und da sagt er selber, natürlich ist er nicht Milliardär. Natürlich ist er, hat er auch ein paar Millionchen auf dem Konto. Ne? Weil es geht auch darum, weil Chris Larsen ja ein paar Milliarden hat. Jet McCaleb hat ein paar Milliarden. Arthur Brito hat ein paar Milliarden. Aber ironischerweise entschied sich Schwarz damals für einen Gehalt und einen Anteil von 2% an Ripple gegenüber der Kryptowährung XRP. Ist auch nicht verkehrt, weil so kriegt er wenigstens monatlich oder jährlich natürlich etwas vom Gewinn ab. 2%, wenn man bedenkt, Ripple, Millionen, Milliarden, vielleicht Trillionen Unternehmen irgendwann. Und dann 2% natürlich auch noch von dem Gewinn. Es ist natürlich eine perfekte passive Rente, sage ich mal. Ne? Warum nicht? Weil wenn du schon ein paar Millionen hast oder ein paar hundert Millionen, nehme ich mal an bei ihm, was willst du denn noch mit Milliarden oder mit Billionen von Dollar? Das reicht doch. An Ripple gegenüber der Kryptowährung XRP, an der Entwicklung er beteiligt war. Allerdings betonte er später, dass die Wahl einer Aktie des Unternehmens gegenüber XRP wahrscheinlich ein ziemlich großer Fehler war. Tja, er hätte rund 500 Millionen XRP-Token erhalten können, was auf dem Höhepunkt der XRP-Rallye ein Vermögen wert gewesen wäre. Ja, mein Gott. Aber es sind eben halt Leute, die sind schon schweinereich. Auch David ist natürlich schweinereich. Aber es geht denen ja nicht hauptsächlich darum, noch mehr Kohle zu verdienen, sondern es geht denen darum, in die Geschichte einzugehen. Und genau das werden diese Damen und Herren natürlich schaffen. Aber nichtsdestotrotz, damit es jeder weiß, David ist noch kein Milliardär. Er besitzt 2% von Ripple-Unternehmen und von daher machen wir auch keine Sorgen, dass er rausgeschmissen wird. Nein, Gott sei Dank. Wale bewegen 452 Millionen XRP auf 3 Top-Börsen mit einem Plus von 5%. Ja, das war heute Morgen, das haben wir jetzt ja leider Gottes ja natürlich nicht, weil es kann ja nicht angehen, aber wir sind immer noch einer der Besten unter den Top 10, die natürlich was Wertverlust betrifft. Ne? Also nicht so schlimm. Es geht natürlich, während sich der XRP-Preis von dem Einbruch am Wochenende erholt, ja, hat er, zeigen On-Chain-Daten, dass in den letzten Stunden mehrere Bewegungen von XRP, Coins, Token an die Börsen stattgefunden haben, was rückläufig Bedenken auslöst. Also als ich das gelesen habe, habe ich ganz ehrlich gesagt, oh Kacke, Ripple hat die 500 Millionen jetzt transferiert und will sie jetzt verkaufen. Ne? Aber nein, es ist nicht der Fall. Börsen erhalten 452 Millionen XRP. Die früheste Transaktion fand aber über Bitstamp statt. Gestern um 18.47 Uhr entnahm die Börse einen Vorrat von 22 Millionen XRP im Wert von 10,8 Millionen US-Dollar aus einer anonymen Wallet. In den letzten 3 Stunden tauchten jedoch eine erstaunliche Bewegung von XRP im Wert von über 200 Millionen Dollar auf. Insbesondere die bekannte koreanische Börse BitHump
erhielt 390,8 Millionen XRP im Wert von 201 Millionen Dollar von einer unbekannten Wallet. Innerhalb einer Stunde nach der bedeutenden BitHump-Überweisung erhielt die öffentliche Wallet der Bitwarbo-Börse 40 Millionen XRP in zwei Transaktionen von unbekannten Wallets. Insgesamt über 20,6 Millionen US-Dollar. Man könnte natürlich jetzt denken von wegen, ach du Scheiße, jetzt geht der Preis richtig runter und es wird mal fast eine halbe Milliarde XRPs verkauft. Das war auch erst mein Gedanke. Aber nein, es ist nicht so. Es ist nicht so. Es sind interne Bewegungen. In Bezug auf den Transfer von über 390 Millionen XRP an BitHump stellte der Explorer fest, dass die Quelle Wallet zu BitHump gehört, was auf eine interne Tauschbewegung hindeutet. Gott sei Dank. Stellt euch mal vor, jetzt würde man in dem Abwärtstrend, in dem wir ja feststecken noch, auf einmal 390 Millionen XRP nochmal dazu verkaufen. Dann würde ich sagen, wären wir jetzt schon bei minus 10%. Aber nichtsdestotrotz, es waren im Endeffekt in meinen Augen nur interne Bewegungen und nichts Berauschendes. So, meine Lieben, leider hat sich da noch nichts gemacht, wie ich mir es vermutet habe. Konzentrieren sich alle jetzt erstmal auf den Market Maker. Und ich würde mal sagen, in 2-3 Wochen sollten da erst leider Bewegungen sein, weil dann läuft der Market Maker vielleicht ja so perfekt, dass man sagen könnte, okay, jetzt können wir uns auf neue Projekte konzentrieren. Aber wie gesagt, ich würde weiter entspannt sein, weil was ist denn so Schlimmes? Ganz ehrlich, der Markt geht natürlich wieder ein bisschen runter. Oh, wir sind im Plus, um Gottes Willen, müssen wir uns mal rot anstreichen heute. Tut mir leid, es geht um XRP. Aber nichtdestotrotz sollten wir weiter entspannt natürlich bleiben, ne? Weil keiner verliert Geld, solange er nicht verkauft. Und wie gesagt, ich werde erst im Bullenmarkt verkaufen, der wird erst kommen. Wir müssen erst auf das Halving warten, sprich am 20. April. Dann warten wir nochmal 4 bis 6 Monate. Dann sollten die Kurse schon wieder ganz anders aussehen. Und von daher, wenn man natürlich jetzt jeden Tag drauf guckt und deswegen deprimiert ist, gebe ich euch einen Tipp, lasst es mal eine Woche weg. Bei Kryptowährung, wenn ihr keine Daytrader seid, solltet ihr wirklich das langfristig sehen und nicht von Tag zu Tag und immer mies gelaunt sein, sondern lasst es einfach, seid entspannt. Nächste Woche, nächsten Monat sieht das wieder ganz anders aus. Da könnte XRP auch schon bei 1, 2 Dollar vielleicht stehen und die anderen schon bei, wer weiß, Bitcoin bei 100.000, wer weiß das schon. Warten wir einfach ab und bleiben weiter ganz ruhig und entspannt. Guckt mich an, ich bin ganz locker, ist mir egal, ich kaufe einfach nach, mir ist es doch wurscht. So, meine Lieben, bevor ich es vergesse, vielen Dank auf den Montag mit 140 Zuschauern. Geile Sache. Ja, wir haben sogar einen Follower mehr bei uns gekriegt. Wir haben jetzt 1106 Follower. Danke, danke, danke. Ihr seid wirklich Wahnsinn. So, meine Lieben, jetzt geht's los. Ich grüße euch natürlich alle und ich hoffe, ihr seid alle gut in den Montag gestartet. Qualmis, moin. Sanremo, sonnige Grüße von der Insel. Grüß dich, Remo. Transatlantic, moin im Team Community. Tribun, Hallöchen an alle. XRP Heiko, hallo zusammen. Argon. Guten Marcello und Community. Adrodon, moin zusammen. Kaleido, guten Abend, liebe XRP Selbsthilfegruppe. Marian, hallo an alle. Adamek, hallo zusammen. Autoran, moin moin, Marcello und die Mannschaft. Serafino, moin. Mr. Crypto, hallo MC und alle. Hubal, hallo MC und XRP Community. Startrampe, guten Abend MC und die XRP Geschädigten. Ich glaube, ich werde bald in einem Livestream auch einen Arzt dazu holen. Psychodog. Bobo, hallo zusammen. Sanremo geht nicht an mich. Aga Khan, da ist er doch. Aga Khan, guten Abend zusammen. Taucher, Grüße an alle und dir, MC. Brigade, hallo, MC und XRPla, hi. Kirch, hallo, MC, Grüße an alle. Papi spielt, Grüße, Familie, schönen Start in die Woche euch. Mögen diese Wochen voller Arbeit bald vorbei sein. Danke, XRP. Ja, ich hoffe es so sehr für uns alle, ne? Crispy Fee, hallo in die Runde, ihr XRP-Raketen. XRP-Eiko, ich habe am Wochenende 3 XRP für 40 Cent gekauft. Du bist so fies. Warum kaufst du meine XRP weg? Hör auf damit. Das hat gepasst. Vielleicht am Ende des Monats nochmal. Ich habe sie bei 50 gekauft. Ne? 50 Cent. Empower, die Jahresperformance von XRP ist einfach jetzt im Minus. Krank, einfach krank und das mit regulatorischer Klarheit. Du musst dir mal angucken, die Performance von XDC. Ne? Ich hätte ja nie gedacht, dass ich das auch mal wieder erwähnen werde.
XTC performt beschissener als XRP. Ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann mal einen Coin besitze in meinem Portfolio, der noch beschissener performt als XRP. M-Hahn, hallo zusammen. Mr. Crypto, was hast du denn Schönes hier? Von Bichen, ja, da hatte ich, glaube ich, auch etwas. Aber ich habe es, glaube ich, heute nicht reingemacht. Na, was ist denn los? Willst du nicht? Doch, jetzt. Bichen macht eine neue Integration, um die UFC mit seinen leistungsstarken Anwendungsfällen zu dominieren. Die Tokenisierung von realen Vermögenswerten ist zu einem wichtigen Schwerpunkt in der Blockchain-Branche geworden. Dieser Trend gewann mit dem Einstieg von BlackRock, einem führenden Vermögensverwalter, und den Plänen der EWA-Initiative zu starten, erheblich an Dynamik. Die Möglichkeit, alles von Aktien bis hin zu physischen Objekten wie Gebäuden zu tokenisieren, hat die Art und Weise, wie Menschen die Blockchain-Technologie als Werkzeug für die wirtschaftliche Transformation wahrnehmen, grundlegend verändert. Bichen, ein führendes Blockchain-Protokoll, hat sich als Vorreiter bei RWA-Lösungen etabliert. Seit 2015 arbeitet Bichen mit großen Unternehmen aus verschiedenen Branchen zusammen, darunter Automobile, BMW, IT, PwC, DNV, Einzelhandel, Walmart, und Beratung Boston Consulting Group. Diese Erfahrung positioniert Bichen Tor als führende in der bevorstehenden Welle der RWA-Einführung. Ja, Bichen und die UFC, eine Partnerschaft mit Innovation. Die UFC, eine der am schnellsten wachsenden Sportmarke weltweit, ist seit 2022 ein wichtiger Partner von Bichen. Diese Partnerschaft hat die Sichtbarkeit des Unternehmens erheblich erhöht und erreicht über 900 Millionen Haushalte weltweit. Okay, gut, das kennen wir ja schon, ne? Dieser Handschuh, die Sicherheit und Leistung der Sportler verbessern soll, werden auch die von WeChain betriebenen NFC-Blockchain-Technologie enthalten. Während einer globalen Pressekonferenz am 12. April kündigte Dana White diese innovative Entwicklung einem großen Publikum an. Okay. Dann ist es so. Naja gut, V-Chain ist tatsächlich eine Mega-Rakete. Das habe ich schon 2019 gesagt, wo es noch ganz klein war, sage ich mal. Und mich würde es, wie gesagt, immer noch überraschen, wenn V-Chain tatsächlich nicht mindestens $1 erreichen wird. Herr Toni, hallo Community, wie geht es euch allen? Naja, muss ja, ne? Oh, World Bank, was willst du jetzt denn? Mr. Crypto, was hast du da? Weltbank prüft Abwicklung digitaler Schweizer Frankenanleihen in Wholesale CBDC. Geh weg da. Die Weltbank war an einigen der prägendsten Finanzinnovationen beteiligt, darunter der allererste Währungsswap im Jahr 1981. Die jüngste Fokus lag auf die Digitalisierung. Und wie ein Top-Manager diese Woche bekannt gab, erwägte das Unternehmen, einen digitalen Anleihe zu begeben, die mit dem digitalen Schweizer Franken abgewickelt wird. Okay, das ist ja nicht schlecht, ne? Familiär wies darauf hin, dass die Weltbank DLT seit Jahren nutzt, um digitale Anleihen auszugeben. Die ersten Versuche fanden 2018 in Australien statt und gingen als erste Anleihe, die vollständig auf DLT, Distributed Ledger Technologie natürlich, ausgegeben wurden, in die Geschichte ein. Ja, da gab es auch eine Verbindung zu einem Unternehmen aus San Francisco. Aber wie gesagt, ich will nicht auf meine Zunge beißen heute. Ja, sehr schön, ne? Dazu muss man sagen, zur Weltbank gehört natürlich auch PayPal, ne? So, Mr. Crypto, was haben wir noch Schönes hier? Der neue Kampfhandschuh der UFC mit Bichen Blockchain Integration. Die UFC hat in Zusammenarbeit mit Wikis RDI und Bichen ein transformatives Redesign ihres offiziellen Kampfhandschuhs eingeführt, das sich durch fortschrittliche Technologie verbessert, Sicherheitsfunktionen und die Integration der Bichen Blockchain zur Authentifizierung und Fanbindung auszeichnet.
Der neue Handschuh wurde in Zusammenarbeit mit, ja gut, das haben wir ja schon, dem offiziellen Blockchain-Partner der UFC entwickelt und verspricht dem Sportler zu den Sport zu revolutionieren, indem er verbesserten Schutz, eine verbesserte Passform und modernste Authentifizierungstechnologie bietet. Na denn, viel Spaß beim Kloppen. Also wer UFC nicht kennt, das ist erstmal ist es für Leute ab 18 natürlich und es ist so eine Art, ja, wie soll ich das sagen, ne? Zwei Leute gehen in den Ring rein oder in den Käfig rein und kloppen sich, ne, einfach. Also es ist eine Art modernes Boxen, sage ich mal. Lügert, hallo MC und liebe XRP-Community. Ich hoffe, dir geht es gut, MC. Ach, es ist Montag, ich habe gearbeitet, sprechen wir nicht weiter, ne? XRP-Heiko, da haben wir es wieder. XRP ist ein Shitcoin, hundertprozentig. XRP einst gefeiert wie ein Held der Kryptowelt. Kämpft nun an den langfristigen Unterstützungslinie, als ob es die letzten 3 Jahre im Winterschlaf verbracht hätte. Erwacht es nun zu einem Albtraum. Sein Wert schwankt wie das Pendel einer Uhr. Nur, dass niemand weiß, wann es aufhören wird zu ticken. Der Preis von XRP ist gefallen mit dem und mit ihm die Herzen derjenigen. Also ganz ehrlich, ich finde solche Artikel ja immer geil, ne? Weil es ist ganz einfach. Würde XRP alleine so, ich sag jetzt mal nicht drastisch, ne, aber würde alleine nur XRP so fallen, wie er jetzt gefallen ist und der ganze Markt wäre stabil, dann würde ich auch sagen, okay, es stimmt ja etwas nicht. Aber es ist der komplette Markt so runtergegangen und dann, natürlich, XRP ist tot, wissen wir, genauso wie Bitcoin, wie die Blockchain-Welt, wie die ganze Kryptowelt. So, die darauf gesetzt haben. Also mein Herz ist nicht tot, muss ich ganz ehrlich sagen, was XRP betrifft, sondern ganz im Gegenteil, er schlägt noch stärker als vorher. Die Frage aller Fragen lautet nun, bleibt XRP im freien Fall? Warten wir mal. Ach, das ist ja Solana, okay. Nee, heute irgendwie nicht. Im freien Fall? Oder wird er wie der Phönix aus der Asche steigen? Ich sag nur, warten wir mal den Juni, Juli ab, ne? Dann seht ihr vielleicht schon den kleinen Köpfchen vom Phönix. Eine spannende Kaufchance oder der Anfang vom Ende? Die Antwort liegt vielleicht nicht in den Sternen, aber sicherlich in den Charts und den Köpfen derjenigen, die weiterhin auf eine Zukunft in der Kryptowelt setzen. Na also, ich setze auf jeden Fall mit XRP die weitere Zukunft in der Kryptowelt. Crispy Feed. Eine Tranche steht noch an der Seitenlinie. Danach muss ich mein letztes Hemd verkaufen. Falls jemand von euch Interesse hat, ich trage M. Ja, siehst du, der bringt leider bei mir nichts. M ist für mich so wie ein Schlübbergröße, ne? Ich bräuchte schon etwas Größeres für meinen kleinen Oberkörper. Mr. Crypto. Atlantic Council fordert globale Interoperabilitätsstandards für CBDCs. Ja gut, das kennen wir ja schon. Ne? Das kennen wir ja schon von Digital Pound Foundation. Drüben aus den USA kennen wir das auch schon. Der Atlantic Council hat kürzlich ein Dokument veröffentlicht, in dem die globale Interoperabilitätsstandards für digitale Zentralbankwährung gefordert werden. In dem Bedenken geäußert werden, dass ein Fehlen solcher Standards zu CBDCs Wallet Gardens führen könnte. Während Länder auf der ganzen Welt das Potenzial von CBDCs für eine fortschrittliche und nahtlose digitale Infrastruktur ausloten, wird ein einheitlicher Standardrahmen notwendig werden und Harmonie, Qualität und Vertrauenswürdigkeit weltweit zu fördern, heißt es in dem Dokument. Okay, da bin ich raus, ne? Vertrauenswürdigkeit, ja. Kann man natürlich sehen, wie man will. Brillicoin will nur Grüße da lassen, bin zurzeit stiller Zuhörer, mach doch nichts und ich hoffe, dir geht's gut natürlich und lass dich nicht von den Kursen erschrecken. Olli, Conversi hat mich vorsichtig gesagt um 1500 Veracity geprellt. Als ich eine Abhebung auf meinen Tangem gemacht habe, sind 1500 weniger angekommen. Die Abhebegebühr beträgt 2054 Veracity. Aber ich habe 3.554 bezahlt. Nachfrage beim Support ergab, dass sie sagten, dass ein Fehler machten. Aber danach kam trotzdem
dreifacher Nachfrage nichts mehr. Es geht nicht um die 1500, sondern um die Dreistigkeit ist mir in der Form noch nicht begegnet. Okay, kann ich nichts zu sagen. Also ich habe bisher noch keine Probleme gehabt mit Coin Mercy. Das müsst du mit dem Support natürlich klären. Und du kannst es ja nachweisen im Endeffekt, weil du natürlich auch Datum, Uhrzeit hast, wann du die verschickt hast. Und da kann man natürlich genau nachprüfen, wie teuer die Transaktion tatsächlich war für im Ethereum-Netzwerk. Alpha Predator, Moinsen, Marcello und hallo Chat, Johannes, hallo liebe Gemeinschaft, der Wartenden, Wartenden. Wer von euch wartet auch so gemütlich wie ich? Na ich, ne? Hallo? Mir ist momentan alles egal, ob es rauf geht oder runter. Nee, nicht noch weiter runter, dann jucken meine Finger noch mehr und ich muss nochmal loslegen. Ich schaue in den letzten Tagen auch nicht mehr so oft auf die Kurse. Dies ist entspannter, als man denkt. Ja, deswegen, ne, ich kann euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr wirklich so alle Stunde geguckt habt, macht's nach dem Aufstehen einmal. Dann, wenn ihr arbeiten geht zur Zeit, vielleicht an dem Tag, geht, macht's in der Mittagspause. Und wenn ihr nach Hause kommt, so gegen 16 oder 20 Uhr, ne? Transatlantic, ja, die Kryptoszene wird an das Bankwesen abgegeben, beziehungsweise verschwinden. Könnte passieren, aber ich glaube nicht so stark. Johannes, hallo MC und alle, die ich nicht genannt habe. Auch hallo an euch. Dankeschön. Maximus abonniert mit Prime. Dankeschön. Hallo an alle. Zum 13. Mal schon. Wow. Bagger, hi. Producer Club, er ist kein Milliardär. Er ist Multimilliardär. Grüße an die Runde. Nein, auch noch nie. Ich glaube, sein Vermögen, ich glaube, das war vor letztes Jahr, war auf 485 Millionen Dollar geschätzt. Ja, es ist eine Menge, aber wie gesagt, diese Leute wollen nicht Milliardäre alle werden. Ich meine, da ist Chris Larsen natürlich schon in der obersten Liga angekommen. Aber ganz ehrlich, im Endeffekt ist David schon Milliardär. Arthur Brito genauso, Jed McCaleb ja auch. Ich sage nur 1 Million Bitcoin-Wallet. Oh, nee, geht ja gar nicht. Sind ja gar nicht mit in der Entwicklung beteiligt gewesen, ne? Olli, hallo MC, Respekt vor deinen unermüdlichen Einsatz, aber wenn du XRP-Tassen und XRP-T-Shirts anbieten würdest, dann wärst schon weiter. Ja, das könnte ich natürlich machen. Ne? Ich habe auch schon Angebote von Produktentwicklern gekriegt, die das auch herstellen würden für mich, aber ganz ehrlich, ich will ja kein Geld von euch haben. So einfach ist das und das müsst ihr entscheiden. Und warum soll ich irgendwas marketingmäßig machen? Nee, da habe ich gar keinen Bock zu. Ja, dazu fehlt mir auch die Zeit und dann müsste ich meinen Hauptjob kündigen und dann müsste ich erstmal wirklich bibbern und zittern und sagen, okay, vielleicht kommt ja genug Geld rein, aber nein. Bei sowas bin ich raus. Können die anderen gerne alle weitermachen, ich nicht. Anton XRP, guten Abend, MC, denk an warme Socken für den Winter. Warum? Warum soll ich denn an warme Socken an den Winter denken? Also ich werde bestimmt nicht, wenn ich dann natürlich im Winter ja nicht hier bin, was ich ja ganz stark immer noch davon ausgehe, da brauche ich keine Socken für einen schönen weißen Strand mit Meerblick und meinen Laptop auch dann auf dem Schoß für euch. Das wird nicht funktionieren. Ich schwitze doch dann wie ein Schwein. David hat selber in einem Interview zugegeben, dass er auch eine Anzahl zwischen 1 Million und 10 Millionen an XRP besitzt. Ja, das war schon vor Jahren der Fall. Denke, dass er auch still und heimlich in den letzten Jahren kräftig nachgekauft hat. Ja, ich gehe so von 350 bis 500 Millionen XRP, die er trotzdem schon hat. Weil es letztens war die Rede von, dass die beiden offenen Abstimmungen erst weitergehen, wenn 2.2, das ist voll, soll Version 2.2 kommen. Oh, eigentlich sollte die Version schon kommen, aber wir müssen noch abwarten, ne? Das ist auch so der Punkt, da hast du recht, mich wundert, dass diese Version noch gar nicht draußen ist. Aber eigentlich sollte schon vieles mit 2.1.1 erledigt sein, dass es da natürlich weitergeht. Und ich frage mich tatsächlich im Moment auch schon die ganze Zeit, warum ist die neue Version noch nicht zur Abstimmung, verdammt nochmal, ne? Aber okay, da müssen wir uns eben gedulden, weil jetzt natürlich die Validatoren alle Augen auf den Market Maker haben. Nicht, dass da wieder was falsch läuft und ich schätze mal noch ein, zwei Wochen und dann geht's wieder weiter.
Armageddon, guten Abend alle. Crypto Gardena, moin. 1106 Follower auf Twitch und YouTube 2760 Follower. Ja, danke schön an alle. Ne? Vielen, vielen Dank natürlich. Weltglück, hi MC und alle XRP-Träumer in 24 und 25. Ja, ja, schauen wir mal. Alpha Predator, 40 Cent, wo war das denn? Hab für 43 Cent gekauft. Nee, das war kurze Zeit für 40 Cent. Ich glaube, für 10 Minuten war es auf 40 Cent. Da habe ich mich noch mehr geärgert. Ne? Aber naja, was soll's. Ne? Wundert mich nicht bei mir. Singleware, alle drei X-Coins werden ich sicher noch in den nächsten Monaten nachkaufen. XCC, XLM und XRP. Da stimme ich dir zu. Ich kaufe jetzt auch nur noch XCC und XRP, weil da ist es mir egal. Wenn die, selbst wenn die jetzt auf 100 morgen gehen würden, und ich natürlich bei dem, was ich jetzt in letzter Zeit gekauft habe, nicht steuerfrei bin, wenn die einmal einen hohen Kurs erreichen werden, und das werden die drei, dann wird es auch weitergehen. Weil das sind die drei Hauptcoins, ganz ehrlich, mit ihrer Blockchain, die dahinter steckt, die natürlich in der Finanzwelt wahnsinnig viel transferiert werden, die Vermögenswerte drüber. Limits, yep, mit der Version 2.2.2 kommen zwei neue Futures auf den XRP-Ledger. Fixed DIT und Fixed Exchange. Die müssen eigentlich durch sein mit DIT und Exchange Bridge abgestimmt werden können. Laut deren GitHub müsste der 2.2.2 bis Monatsende released werden. Es gibt halt eine Pre-Release mit den zwei Amendments. Ja. Ja, wie gesagt, das wird erst nächsten Monat entschieden. Da hat Lewitz ganz recht. Und schauen wir mal. Transatlantic, es gibt da etwas, das ich noch nicht ganz verstehe. Vor ein paar Wochen noch, als Bitcoin seinen ATH hatte, wurde noch euphorisch folgende Kurse für den Bullenmarkt prognostiziert. Zum Beispiel VeChain 1 bis 3 Dollar. Immer noch. Rarity 1 Dollar bis 1,50 Dollar. Ja, da bin ich jetzt ein bisschen sehr konservativ, weil viele natürlich abgesprungen sind. Und zurzeit die Stimmung eher sehr unstabil ist bei Veracity, ne? Also da bleibe ich immer noch bei zwischen 30 und 50 Cent auf jeden Fall. Da muss man noch mal ein bisschen gucken. Aber im Endeffekt, es fehlen nur 10 Milliarden Dollar, um Veracity auf 1 Dollar zu pumpen. Und wenn natürlich der Kryptomarkt dementsprechend steigt, wie ich es mir vorstelle, also 5 Billionen Minimum und 15 Billionen natürlich Maximum die Marktsituation. Da sollte bei Veracity auch sicherlich 1 Milliarde stehen. Natürlich muss man auch sagen, wir müssen noch abwarten, wenn Binance zum Beispiel jetzt Veracity listet. Ne, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er natürlich im Bullenmarkt auch die 1-Dollar-Marke knackt oder auch erreichen wird. Alchemy Pay, 1 Dollar bis 1,50 Dollar. Also bei 1 Dollar bin ich immer noch bei Alchemy Pay. Holochain 20 bis 30 Cent, bin ich immer noch bei 20 Cent. Ja, sagen wir mal 15 Cent, 15 bis 20 Cent. Jetzt prognostiziert man auf einmal nur noch höchstens ein Zehntel Bruchteil davon. Was hat sich denn am Markt oder an den Coin so gravierend geändert? An Veracity war beschissene Kommunikation, muss man ganz ehrlich sagen. Es war wirklich nur die Kommunikation, deswegen sind viele rausgegangen. Da musst du erstmal das Vertrauen wieder reinholen bei den Leuten. Und natürlich, dass sie wieder voll einsteigen. Da muss man natürlich erstmal abwarten. Aber nichtsdestotrotz, also 30 bis 50 Cent auf jeden Fall und 1 Dollar, ganz ehrlich, scheiß drauf, schaffen wir. Was soll der Quatsch? Binance listed ist, zwei große Publisher sind in Verhandlung mit Veracity. Wer weiß, vielleicht sind ja von den zwei großen Publisher einer YouTube oder einer Twitch oder vielleicht beide. Wenn das passiert, dann Halleluja, dann sage ich sogar über 1 Dollar locker. Alpha Predator, ich habe aber insgesamt alle aufgestockt. Ja, und? Ist doch schön. Transatlantic, dies ach so gesunde Korrektur können es ja nicht sein, weil diese laut vielen YouTubern und Kanalbetreibern ja sowieso immer kommen und auch kommen müssen, damit es hochgehen kann. Also, was ist nun der Preisdump? Indikator bei der Prognose. Ich gehöre selbst ja eher zu denen mit der vorsichtigen Prognose. Bin immer von Max, einem Drittel davon ausgegangen. Was andere haben verlauten lassen, doch nun wird selbst dieses Drittel laut einigen Members nicht mehr realistisch sein. Nein, das würde ich nicht behaupten. Also ganz ehrlich, das sind die Projekte, wo ich sage, ganz klipp und klar, die du aufgelistet hast, die haben in meinen Augen ein sehr hohes Potenzial, das auch zu erreichen. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch,
dass sie das erreichen werden. SWK, moin, ich denke, die 40 Cent sehen wir bald. Nur etwas Geduld. Selbst wenn es so ist, dass wir die 40 Cent nochmal sehen werden, dann ist das so rund. Transatlantic, also was ist der Auslöser dafür? Negative Stimmung verursacht durch den Crash kann es ja nicht sein. Nein, bei Veracity ist es wirklich diese sehr schlechte Kommunikation von Veracity mit der Community. Ne? Das war wirklich unterste Schublade. Sind ja alle im Kaufrausch und bei guter Laune. Und der Nahostkonflikt war noch nicht so intensiv, als die Prognose runterging. Also, daran kann es auch nicht liegen. Ich will es nur verstehen, da es mein erster Zyklus ist. Wie gesagt, die anderen waren alle in Ordnung. Die Prognosen, die bleiben bei mir immer noch stehen. Nur bei Veracity bin ich ein bisschen sehr skeptisch geworden, weil wegen der Kommunikation von den Veracity eben, ne? Die war wirklich beschissen. Kommt nochmal so eine beschissene Kommunikation, geht der Rest auch noch raus. Und man muss hoffen, dass die Entwicklungsabteilung und Marketingabteilung von Veracity endlich daraus gelernt haben und vernünftig kommunizieren müssen. Dann sollte es kein Problem sein eigentlich. Daran habe XRP auch bei 40 Cent eine Kauforder eingestellt, falls es nochmal einen Dip gibt. Sollte ich lieber auch machen. Zum ersten Mal gechattet. Dünnis. Hey MC und XRP Community, war endlich XRP to the Moon? Wann endlich XRP to the Moon? Wenn die Verwendung da ist. Warten wir mal Juni, Juli ab. Ne? Da könnte sich was rühren. Doc Azarola, XRP hat mehr gekostet. Hä? Okay, Crispy Feed, ich sehe auch dieselbe Kurse, außer im Projekt selbst. Geht etwas schief. Limits, meine Version 2.2. Ich wollte gerade sagen, 2.2.2 kenne ich noch nicht. Aber könnte ja sein, ne? Ja. CK 1952, hallo, Marcello Community. XRP Jung, komme gerade aus New York wieder und hole gleich erstmal die letzten Streams nach. Ach, bleib locker, ganz entspannt. Hoffentlich hast du einen schönen Urlaub gehabt. Crispy Feed, habe XRP auf Preisziel 29 Cent gesetzt. Ja, das wird nicht schaffen. Tut mir leid. Crypto Gardena, such mal World Bank auf. Warum soll ich jetzt World Bank? Leute, ist es in der Woche? Ich habe nicht so viel Zeit. Aber hier sieht man schön Payments, ne? Läuft doch. Nein, bei World Bank mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen, ganz ehrlich. World Bank hat schon Verbindung schon seit, also offiziell seit 2019 haben sie sich schon über Ripple Technologie positiv geäußert. Wie ihr sehen könnt, war ja schon 2018. Ich bin sogar der Meinung, dass es 2017 schon mal was gab über World Bank und XRP Ledger. Single, Doc findet, also geht nicht an mich. Mr. Crypto, MC, du sagst mir zu oft Juni, Juli, raus mit der Sprache. Es ist ganz einfach. Ich gehe ein bisschen logisch davon vor und ich sage ganz ehrlich, im Juni kommt die MiCA-Vorschriften, damit Ripple natürlich alle Lizenzen der Europäischen Union sich auf einmal zu holen kann. Weil das fehlt ja Ripple noch, um in Europa voll durchzustarten zu können mit der Blockchain-Technologie. Reguliert ist dann XRP, 100%ig das System auch, weil die MiCA-Vorschriften sind absolut perfekt abgestimmt auf die Ripple-Technologie. Es tut mir leid, dass ich das sagen muss. Nur das fehlt noch. Und dann hätten sie genau die Verbindung zwischen Asien, Orient, Europa, USA, Südamerika und natürlich Afrika. Von daher, ich mache mir da überhaupt gar keine Sorgen. Vielleicht ist das letzte Puzzleteil, ich weiß es nicht, aber es wird verdammt spannend. Ne? Auch nach dem Bitcoin-Halving muss man ganz klipp und klar sagen, wird es eine verdammt spannende Situation für uns, was passiert mit dem Kryptomarkt. Weil eins ist schon mal auf jeden Fall auch sicher in meinen Augen, dass der Kryptomarkt noch extremer explodieren wird als davor. Weltglück, er sagt ja keine Jahreszahl. Ja, ich meine natürlich 2024. Doc Azarola, das ist eine andere Frage. Achso, geht an Singlebear. Quimus, MC, macht aus den
macht aus dem zu kleinen Shirt einfach ein Bikini. Pass mal auf, wenn ich das T-Shirt anziehe, dann ist das schon Bikini bei mir. Da muss ich nichts machen. Single Bear Veracity sehe ich immer noch um die 30 Cent. Wäre ein 50 Mal vom Jetzt an, Mr. Crypto. Das wird noch mehr. Transatlantic, ich brauche 4-mal bis 5-mal, bin ein Wal, aber nicht bei XRP. Ja, siehst du, 4-mal, 5-mal, das ist ja lächerlich im Bullmarkt, ne? Warte ab. Alpha Predator, oh, XRP ist jetzt schon auf Platz 7 gerutscht. Wird Zeit, dass es geändert wird und der Shitcoin auf Platz 2 rutscht. Das kommt noch, das hatten wir 2017 auch. Den letzten Bullmarkt hat man uns leider versaut. Singleware, so kann man in den nächsten 12 bis 15 Monaten ein 50 Mal machen, nur weil man es einfach weglegt. Transatlantic, natürlich keine Frage. Okay, XRP, Jung, ich habe mir auf dem Rückflug den Film Dump Money angeschaut, wo es um den Nerd und GameStop geht. Ja, das war auch geile Sache, ne? Und irgendwie musste ich die ganze Zeit an unseren Ober-Nerd Nummer 1 denken. Danke, MC. Dass du und viele andere an XRP glauben. Es wird so passieren wie im Film mit GameStop. Es wäre schon krass, wenn die Kurse so dann explodieren würden. Single Veracity und XCC können sicher das schaffen, ein 50 Mal. Ja. Olli, ich checke schon mindestens 8-mal in der Stunde die Kurse. Ich will den Boom bei XRP live erleben. Dann musst du erst ab Juni frühestens gucken. Eher passiert da nichts. Vielleicht kriegst du einen Boom in 2 Monaten wegen dem Market Maker, dass deswegen XRP vielleicht auf 1,50 Dollar oder 2 springt. Wer weiß das schon. Aber wegen der großen Verwendung im Bankbereich dann erst ab Juni. Alpha Predator, Bitcoin ist um 3% gefallen. Jo, da zieht der XRP natürlich mit runter, ne? War ja klar. Obwohl das so wunderschön angefangen hat, ne? OKB, 12% wird's mich verarschen. Kein Schwein braucht diesen Schrott. Aber gut. Toncoin, den habe ich verpasst jetzt, ne? Den zu kaufen im Bärenmarkt. Da habe ich echt nicht drauf geachtet. Hat man mir auch gesagt. Mr. Crypto, die USA bzw. Behörden haben wahrscheinlich zu viel Zeit. Na. Geht über Krypto, Steuern und Kriminalität, ja. Goldenes Bikini und warme Socken, ist doch eine geile Kombi, ne? Doc Azzarola, Steigerung, Bikini und weiße Kniestrümpfe in Sandalen. Soll ich mir den typischen Deutschen spielen, ja? Goldenes, er hat sicher noch seinen blau-schwarz karierten, was auch immer, Umhang. Der hält ja auch warm. Qualm ist nicht weiß, Doc. Wenn der schwarz, gelb und grün, weiß, so richtig bunt. Das sind so eine Farbkombination, die wirst du nie an mir sehen, mein Freund. Ne? Tut mir leid, das sagen zu müssen. Mr. Crypto, was haben wir denn jetzt wieder für Schönes? Ja, ich akzeptiere. Fondership Global Accelerator arbeitet mit XDC-Netzwerk zusammen, um die Innovation von Web3-Startups zu fördern. Pfui, das ist ja ekelhaft. Singapur, Fondership Global, ein Aktivist, eine der Aktivisten Web3 und Schwellentechnologie-Community mit 10.000 plus Gründern, Führungskräften und Gläubigen, hat eine Partnerschaft mit XDC-Netzwerk bekannt gegeben. Eine unternehmenstaugliche Layer-One-Blockchain für RWA, DeFi, tokenisierten globalen Handelsfinanzierung und KI. Was soll ich dazu sagen? Geile Sache. Geile Sache. Warten wir mal ab. Also wie gesagt, XDC würde ich nicht unterschätzen. Ich kann euch nur nicht sagen, wie hoch der Preis geht. Ne? Ob das wirklich diese 172, 178 Dollar sein werden, werden wir sehen. Aber es wird auf jeden Fall ein paar Dollar auf hier hochgehen. Libits, Preisorakel kommt auch. Aber in den Dokumentationen von Preisorakel steht, dass es ähnlich zu DIT ist. Mit weiteren Funktionen. Ich weiß jetzt nicht, ob es so extrem relevant ist. Mal schauen. Die Server werden auch von Tag zu Tag umgestellt. Ich denke, die sind gerade auch etwas da dran. Ich denke, im Moment sind die wirklich... Ich habe das Gefühl, dass sie wirklich mit aller Macht jetzt die ganzen Systeme durchdrücken wollen, die Server auf den besten Stand zu bringen.
Weil irgendwas wohl kommt bald. Es ist schon merkwürdig, wie extrem das im Moment läuft bei den Validatoren. N3131, hey MC, was ist eigentlich dein Preisziel für VeChain im Top? Kann man schlecht sagen. Also mein Wunschpreisziel ist natürlich Mini perfekt 3 Dollar treffen. Ne? Da wäre ich schon glücklich und würde sagen, okay, komm, ich bin raus. Minimumziel ist für mich wirklich 1 Dollar. Aber wenn er das erreicht hat, bin ich nicht raus, dann warte ich natürlich ab. Dann verkaufe ich mal einen Teil, aber ich warte trotzdem noch. Single Layer, 10 bis 12 Cent, 10 bis 12 Coins, mehr brauche ich nicht. Dann kann man auch sehr gut den Überblick bewahren. Transatlantic MC, merci für deine Ausführung. Na dann hoffen wir mal. Natürlich, immer ihr entspannt bleiben. Single MC, 30 Cent sind doch völlig in Ordnung und nicht skeptisch. Nein, natürlich nicht, aber wie gesagt, man muss das Vertrauen erstmal der Community wieder zurückgewinnen und den mal ein bisschen Leckerlis hinschmeißen. Ne? Das ist das Hauptproblem bei Veracity jetzt gewesen. Nicht, weil er wäre auch jetzt unter einem Cent geknallt. Natürlich, nur nicht so extrem wieder so in den Kaufbereich, wo ich drin war. Aber die haben wirklich viel Vertrauen jetzt erstmal, ja, man kann sagen, zerstört. Balletttänzer, abonniert mit Prime zum 11. Mal schon. Na, Ben, Dankeschön. Olli, wann genau würdest du der Community sagen, sorry Leute, ich habe mich mit XRP geirrt? Wenn spätestens Q1 26, also 2026, tatsächlich XRP unter einem Dollar ist und nicht, ich sag mal, auf, oder sagen wir so, unter 50 Dollar wäre, dann würde ich sagen, irgendwas stimmt da nicht. Alles war Scam. Nein, das ist ein Ding der Unmöglichkeit bei XRP. Es tut mir leid. Kufox, moin MC, wie lange denkst du, wird der Kryptomarkt so rot bleiben? Naja, ich habe es ja schon Sonntag gesagt, ich gehe von ein paar Tagen noch aus. Na, also so Mittwoch, hoffe ich, sollten wir langsam wieder steigende Kurse sehen. Es hätte heute schon sein können, aber irgendjemand möchte noch nicht, dass der Markt steigt. Das war perfekt, ne, weil durch die Bitcoin-ETFs und Ethereum-ETFs in Hongkong die Zulassung, ist der Markt eigentlich recht gut gestiegen. Da dachte ich schon, oh Kacke, jetzt muss ich wieder teuer kaufen. Aber wie ihr sehen könnt, irgendjemand möchte nicht, dass der Markt im Moment noch steigt. Aber es ist nicht so gravierend bisher. Wir sind noch unter 10%, sage ich mal. Obwohl wenn Bitcoin wieder richtig loslegt. Naja gut, XRP, es geht nochmal 2% hier. Aber es ist noch ein bisschen humaner als die letzten Tage. Es könnte schon vielleicht sich ein bisschen abschwächen. Also wie gesagt, bis Mittwoch okay, aber am Donnerstag oder am Mittwoch schon Tendenz eher wieder Richtung Norden. Ruhpotti, hallo MC, kannst du noch mal kurz erklären, wie es zu der berühmten 589-Prognose kam und was es damit auf sich hat. Danke. Natürlich, es kam nicht von den Simpsons. Viele sagen immer wieder die Simpsons. Nein. Es gab zwei schlaue Menschen, die haben sich 2018, ich meine 2018 war das oder 2017, weiß ich nicht, eins von den beiden Jahren, haben sich mal das Swift-Volumen, das damalige Swift-Volumen vorgenommen und haben ein bisschen rumgespielt und ausgerechnet, wenn 10% vom Swift-Volumen über den XRP-Ledger laufen würde, damals, jetzt ist es natürlich wieder mehr, dann könnten innerhalb, wenn das dann passiert, innerhalb von 5 Minuten, wenn sie dann über den XRP-Ledger laufen, 589 Dollar beim XRP-Kurs entstehen, wegen der Verknappung der Coins. Timer, gibt etwas Neues vom Getränke entlang? Nein, Kaleido. Ich hatte ja auch meine kleinen Zweifel bei Veracity. Aber ich musste den Dip einfach nutzen und habe nachgekauft. Pfui. Jetzt habe ich eine schöne runde Zahl da stehen. Jetzt werde ich da aber nicht mehr kaufen. Ich werde jetzt bis zum richtigen Bullrun nur noch VeChain und XRP gleichermaßen kaufen. Siehst du, ich kaufe XRP und XTC. Obwohl, VeChain ist auch noch so eine Sache. Ne? Aber wenn das richtig abgeht und ihr seht ja, ne, Tokenisierung ist VeChain ja auch mit drin. Ne? Libis, das hier steht drin in der Doku. Im Allgemeinen handelt es sich dabei um ein einfaches Merkmal, das dem der DIT ähnelt. Puh. Ja, aber irgendwas war mit Price Oracle auch. Irgendwas war damit auch. Kufok, stimmt was mit den Getränkehändlern? Alles gut.
Armageddon, was hältst du von Dualcoin Game GPT? Gar nichts. Ich bin absolut raus. Ich habe jetzt meine Coins und Token, die ich haben will, und damit gehe ich jetzt in den Bullenmarkt. Alles andere ist für mich nicht mehr relevant. Erst im nächsten Bärenmarkt, da werde ich wieder nach neuen Projekten gucken. Da dürft ihr natürlich auch gucken und zeigen, und dann schauen wir mal. XRP Heiko, du verkaufst jetzt XRP Brause. Pufox, du sagst Juni, Juli. Ja, sage ich. Singleway, was kostet jetzt Versity? Um die 0,6 Cent? Boah, cool, dann wäre er ja wieder gestiegen. Wollen wir mal gucken. Versity. Oh, noch nicht. 0,0054. Ja, brauchen wir auch nicht gucken. Es ist genauso beschissen. Wird XRP schon mal steigen? Wäre echt geil. Ja, warten wir ab. Keine Panik. Kufox reicht mit dem Kaufen. Muss man auf ein Elektrobike sparen. Die Rentner überholen mich jeden Tag. Ja, mich auch. Und das ist mir egal. Was glaubst du? Vorne und hinten habe ich ein Ei im Rad drin. Beiden Rädern. Meine Bremsen, ich habe keine mehr. Ich bremse mit dem Fuß, das ist mir so scheißegal. Das Geld geht in den Kryptomarkt rein. Ne? Tobi, guten Abend, MC, und einen lieben Gruß an alle. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht oder anderen auch, aber ich kann nicht aufhören, Krypto und XRP zu kaufen. Du bist nicht alleine. Denke mir immer, bei der Summe X habe ich genug und trotzdem kaufe ich da und dort wieder und weiß jetzt, wie es meiner Frau geht, wenn sie Kleider einkaufen geht. Schönen Abend wünsche ich euch. Perfekt. Siehst du, das ist ja das, ne? Du verstehst deine Frau. Ich verstehe auch die Frauenwelt. Ne? Wenn sie shoppen gehen, denke ich mir, ja klar, ne? Dann fühlen die sich gut. Also gehe ich ja auch shoppen, ne? Nur in der Kryptowelt. Aber du bist nicht alleine, Tobi. Kufox, nö, hab bei 3 XRP aufgehört zu kaufen. Jo. Single Bear, von mir darf Kufox noch die nächsten 6 Monate von Rentnern überholt werden. Sein E-Bike interessiert mich nicht. Kufox, 2 Dollar wäre ja auch erstmal mega. Ja, komm noch. Femi, du sagtest, Tron ist schlecht und wolltest ihn nie wieder kaufen. Ja. Ich bin, was das Tron-Netzwerk betrifft, auch da die Coins und alles, will ich nie wieder. Startrampe, ich hoffe auf Ende 24. Da sollte sich schon was getan haben im Markt und das Portfolio grün erstrahlen. Warte ab. Femi, ich kaufe erst wieder nach, wenn die das AKW im Iran platt gemacht haben. Okay. Kufox, Portfolio kann rot bleiben, XRP soll grün, obwohl ich grün, aber nicht viel. Obwohl ist grün, aber nicht viel. Ja, reicht doch erstmal. XRP-Icon, noch einen schönen Abend. Bin zu müde heute. Bis morgen. Morgen natürlich um 20:20 Uhr hier auf Twitch wieder. Johannes, ich kann mir auch gut vorstellen, dass im Juni 24, ja, 24 losgehen könnte. Denn ehrlich. Wer hat schon mal gehört, dass ein neues Gesetz dann in Kraft tritt, wo es angesagt wurde? Ich glaube, alle hier haben das schon erlebt. Und wenn nicht, ist es um Monate oder sogar Jahre nach hinten geschoben. Aber hat einer schon mal gehört oder erlebt, dass ein neues Gesetz um ein halbes Jahr früher kommt als angesagt. Also ich nicht. Und darum glaube ich an den Start im Juni 24. Bingo. Und das von der EU. Und keiner hat bisher gemeckert der Nationen. Normalerweise hast du ja immer welche Querschläger, die sagen, oh, nö, 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 so nicht. Da müssen wir nochmal drauf gucken. Ne? Nee. Keine einzige EU. Europäische Unionsnation, die da drin ist, hat gemeckert. Das gab es noch nie. Selbst wie krumm muss die Banane sein, haben einige gemeckert. Da nicht bei den Mika-Vorschriften. Ist schon merkwürdig, oder? Kufox, ich glaube, die Nachrichten von Singleware etc. hatten mich getriggert. Hab die gebannt und gut ist. Okay.
Alpha Predator, von euch hatte ICP am 3. Dezember 78 Cent gesichtet und bereut ihn nicht, gekauft zu haben. Ich nö. Transatlantic, genauso habe ich es auch in Erinnerung. 10% von Swift ergibt 589. Aber da es ja jetzt ein paar Jahre her ist, sind wir nun bei 771. Ja. Wann 771? Immer noch 2025. Kufos, aber am meisten Fetch hätte ich das nur gekauft. Singlemeyer, das Problem ist eben immer noch, dass alle ihr glauben, dass man innerhalb von 6 Monaten Millionär sein muss. Nein. Ja, da gebe ich dir recht. Aber das wird nicht passieren. Olli, Veracity gibt es bald bei 0,2 Cent und XRP 10 Cent. Das wäre schön, Olli. Sag ich dir ganz ehrlich, das wäre schön. Aber es wird nicht passieren. Alpha Predator, Fetch hatte ich erst Ende Januar gesichtet. War aber bis jetzt nicht auf meiner Liste. Die wollen ja fusionieren und einen anderen Coin bringen. Dann werde ich mal schauen. Kann böse enden, sowas, ne? Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich habe da schon zweimal mitgemacht mit Coins und jedes Mal negativ. Aber es muss ja da nicht genauso sein. Johannes, an alle, die dachten, Johannes ist sicher eingeschlafen. Ja, bin kurz weggetreten. Macht doch nichts. Ich musste auch heute um 16 Uhr kurz auf das Bett liegen und habe dann 60 Minuten geschlafen. Habe letzte Woche inklusive Wochenende sehr viel gearbeitet und heute habe ich nur Bestellungen verpackt und zur Post gebracht. Alter Schwede, muss ja bei dir laufen, ne? Ich finde das gut, dass du noch so schön am Ackern bist, mein Freund. Kaleido, Marcello, V-Chain ist auch ein RWA, Real World Asset. Ja, was sehr dafür spricht, dass das Projekt durch die Decke geht. Da hast du recht, da hast du wirklich recht. Aber ich muss jetzt erstmal, also V-Chain bin ich eigentlich erstmal so zufrieden mit, aber mit XDC bin ich nicht zufrieden, ne? Weil da habe ich wirklich verpennt, die letzten Monate den mehr zu kaufen. Armageddon, MC, Ondo, kannst du anschauen, RWA-Coin. Ja, nee, nicht jeder wird sein. Man muss gucken, welcher, was für ein Netzwerk die auch haben. Bester RWA-Coin, Ondo. Das glaube ich nicht. Da ist V-Chain und XDC bestimmt besser. Olli, was startet im Juni? XRP? Niemals. Völlig ausgeschlossen. Nein, im Juni kommen die Mika-Vorschriften. Ob dann XRP startet? Weiß ich nicht, ob der XRP-Ledger dann durch die Decke geht. Müssen wir schauen. Kufox, V-Chain ist ja noch mega gut. Jo, teuer nicht. Ich glaube, bei 5 Cent liegt der, ne? Da dran, bei Algorand wird uns, denke ich, auch noch schön überraschen. Nein, der ist doch tot. Hast du das nie gehört? Der ist tot. Alleine, wenn ich das schon höre, ein Coin ist tot, ne? Ein System ist tot. Wird der für mich interessant. Luna Classic ist tot. Ich habe ihn mir geholt. Warten wir mal ab mit Luna Classic. Nicht diesen Bullenmarkt. Oh, wenn ihr 1 Cent habt, ist schon ein Riesenerfolg. Na, nächsten. Sagen wir ja, 10 Cent für ein XRP, dann würde ich sogar freiwillig ein paar Kilo Silber verkaufen, um nachzulegen. Ich würde sogar meine Leber verkaufen, meine Niere. Fermi, schwanken die Transaktionskosten bei XCC auch? Das weiß ich nicht. Ich habe bisher nur einmal XCC transferiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Seht ihr, ich wollte noch meine XRP und XCC noch transferieren. Ja, seht ihr, habe ich verpasst. Mach ich morgen. Mr. Crypto, was bei XCC komisch ist, finde ich nie ein Max-Supply. Doch, der hat doch, glaube ich, auch ein oder nicht. Na. Oh nee, der hat gar keinen. Das ist natürlich etwas sehr, sehr Negatives, ne? Oh. Hätte ich mal besser gucken sollen. Naja, egal. Da müssen wir gute Hoffnung sein. Kufox, was ist Mika? Mika ist die mit C dann, nicht mit K. Mika ist die EU-Regulierung der Krypto-Blockchain-Welt. Singlemeyer, die Großen sollen ruhig weiter XRP bis 25 tief halten. Ach nö, das reicht langsam, ne? Alpha Predator, XRP 10 Cent, okay, sind wir alle dabei? Sag Bescheid, MC, und wir legen alle schon mal 300 Euronen zurück.
Das wird leider nicht passieren. Das würde mir auch noch mal schmecken, wie 2019 oder 2020 war das, wo Bitcoin noch mal so einen Crash hatte auf 3.500 und XRP dann bei 13 Cent war, glaube ich, war der Tiefstand. Aber das wird nicht noch mal kommen. Tut mir leid. USB Feed MC. Bei Luna wurde ja der 2.0 eingeführt. Soll der den Luna Classic ersetzen oder was ist der Hintergrund? Nein, Luna 2.0 ist Luna der erste, der gestürzt ist. Deswegen, den kannst du vergessen. Und wieso soll da XRP steigen? Weil die MiCA-Vorschriften die EU-Regulierung ist, die wo die EU-Regulierung, die MiCA-Vorschriften perfekt auf die Blockchain von Ripple abgestimmt ist, weil Ripple war ja nur Berater bei der MiCA-Vorschriften zu machen. Aber das ist ja nur Blasphemie, sowas. Und von daher, dann hat Ripple auch die Möglichkeit, alle Lizenzen der Europäischen Union auf einmal zu bekommen. Und im Endeffekt könnten sie dann den XRP-Ledger im Bankbereich in der EU starten. Dünnis, bei 2000 XRP und einem Preis von $589, da wäre man ja Millionär. Die Vorstellung ist schon schön. Natürlich ist es schön, aber du musst auch bedenken, schaffst du es so lange da, so lange durchzuhalten? Es wird ein riesen Psychokampf in deinem Kopf werden, mein Freund. Ich garantiere es euch. Deswegen, jeder, der auch hier 10.000 oder 50.000 oder Gott weiß, wie viele XRPs hat und sagt, oh ja, bei $1.000 verkaufe ich es. Das schafft keiner. Ihr werdet alle vorher schon verkaufen. Ich auch. Libby, Luna Classic soll uns überraschen. Binance gönne uns in einem Jahr. Armageddon, ich habe voll XCC, aber bewegt nicht. Okay, Kufox, 3.500 Bitcoin. Was? Hä? Alpha Predator, nee, das glaube ich auch. Aber schön wäre es. Mr. Crypto, kennt jemand den Maximal Supply bei XCC? Vielleicht durch White Paper etc. Stimmt, müsste ich mal gucken. Dann müsste irgendwo stehen. So, das letzte für heute, denn ich mache jetzt Feierabend. Um 20:20 Uhr morgen auf Twitch bin ich wieder hier für euch. Ruhrpotti, wenn ich nach der Haltefrist verkaufe, beziehungsweise zum Beispiel USDC swappe und verkaufe, ist doch in Ordnung. Oder kommt aus Deutschland, was sagt dein Steuerberater dazu? Falls du mal gefragt hattest, danke. Naja, du musst bedenken, USDC hat ja auch leichte Kursschwankungen, ne? Musst du aufpassen, wenn du es natürlich genau bei einem Dollar erwischt. Kannst du Glück haben, wenn du es unter einem Dollar erwischt, sagen wir bei 0,99 und du verkaufst es dann bei einem Dollar, hast du natürlich wieder Gewinn gemacht. Ne? Aber wie gesagt, geh am besten zum Steuerberater. Ich würde auch nicht großartig in USDC swappen. Ich würde tatsächlich warten, bis Ripple seinen Stablecoin rausbringt. Und schauen wir mal, ob sie den endlich hinkriegen, einen Stablecoin rauszubringen, der tatsächlich bei einem Dollar immer effizient bleibt. Da würde ich dahin zwappen. Daniato, hi MC und Gemeinde. Und auf Wiedersehen, mein Freund. Transatlantic, na dann gute Nacht und bis morgen. Kufox, sorry, nicht gehört. Wieso sollte bei Mika etc. XRP steigen? Weil dann Ripple die Möglichkeit hat, natürlich den XRP-Ledger zu starten im Bankbereich, weil sie dann alle regulatorischen Vorschriften in der EU schon einhalten, weil Ripple natürlich mitgewirkt hat bei der MiCA-Vorschrift und Ripple natürlich dann die Möglichkeit hat, mit der MiCA-Vorschrift alle Europäischen Union-Lizenzen sich auf einmal zu holen aus Brüssel. Daniata, was hast du verpasst? Nicht viel heute, nicht viel heute. Außer dass eine große deutsche Bank natürlich mit Kryptoverwahrung auch beginnen wird. Und damit sage ich auf Wiedersehen.